Es ist die letzte Chance, den legendären Nazi-Goldzug zu finden. Seit Dienstag graben die Bagger am Bahnkilometer 65 zwischen Waldenburg und Breslau. Bisher aber ohne Erfolg. Am Montag soll ein letztes Mal gebohrt werden. Dann wird es Klarheit darüber geben, ob sich hier der Nazi-Zug versteckt oder nicht. Wenn hier ein Tunnel ist, dann müssen wir den auch kriegen, weil die Bohrmaschine kann bis 40 Meter runtergehen. Das sollte aber nicht notwendig sein. Hobbyforscher Andreas Richter ist überzeugt, den Tunnel zu finden. Vor gut einem Jahr will er den Zug auf Bodenradarbildern entdeckt haben. 10% vom Finderlohn sind auch schon angemeldet. Alles hängt also vom kommenden Montag ab. Wenn wir die 10 Bohrungen durch haben und wir finden irgendwas, dann geht's weiter. Wenn wir mehr Bohrungen ansetzen müssen, vielleicht nochmal auf dieser Seite, dann kann es sein, dass wir am Dienstag noch was machen. Aber sobald wir irgendeinen Hinweis finden, dann machen wir natürlich weiter. Es ist mit Sicherheit eines der größten Schatzsucherprojekte überhaupt und wäre im Erfolgsfall ein wahrhaft historischer Fund.